Pancho, das ist ein kleiner Chiquito-Vogel. Das ist kein Vogel, das ist ein Ei. Ein Ei ist ein Vogel, du Dummfrosch. Wenn der ausschlüpft, dann ist er da. Wieso schlüpft er da nicht aus? Weil er kann nicht ausschlüpfen, bevor seine Mami drauf gesessen hat. Aber der hat doch gar keine Mami. Ja, dann meine Gratulation, weil du bist gerade seine Mami geworden. Nein, ich will nicht Mami werden. Du gehst sofort wieder zurück und hockst dich auf das Ei. Gut, 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 Sancho. Aber dann vergiss nicht. Vergiss nicht was? Vergiss nicht, mir Blumen zu schenken zum Muttertag. Ach du gütiger Frosch, jetzt schlüpft er aus. Mama. Ich bin nicht deine Mama, der ist deine Mama. Mama, Papa. Das ist stark, du bist so sein Papa und musst ihm eine Fliege fangen. Ho, wenn ich eine Fliege fange, dann fange ich die für mich, aber nicht für diesen Gnom. Du hinterlistiger Vogelsberg, ich werd's dir zeigen, mir einfach meine Speise wegzuschnappen. Hey, Sancho, hör auf, du kannst doch nicht ein armes, wehrloses Baby hauen. Hau lieber jemand, der deine Schuhgröße hat. Hey, das ist eine wunderherrliche Idee. Weißt du was, Sancho? Ich glaub, der hat dich gern. Na, wieso auch nicht? Es gibt ja sonst kaum einen Vogel, der mich zum Vater hat. Was ist denn bloß los mit ihm? Er hat vielleicht Hunger. Also Abmarsch, auf zum Futterfang. Hoppla, ein bisschen vorsichtig. Der Kleine hat ja noch Hunger. Abmarsch, der Futterfang geht weiter. Das reicht für die ganze Babyfüllung. Der hat einen Elefantenappetit. Weißt du was, Sancho? Der wird immer geräumiger und wir werden immer hohler. Wird aber allmählich langweilig. Immer das gleiche Menü. Ich brauche Abwechslung auf der Speisekarte. Lass mal überlegen, wie wär's denn mit Raupen? Oder vielleicht Schmetterlinge, vielleicht Käfer. Nein, die schmecken auch langweilig, aber... Ich habe das unbestimmte Gefühl, gleich sagt er, ich will Frösche. Frösche, genau das ist es. Ich habe Appetit auf Frösche. Ja, Mann, serviert mir ein paar Prachtfrösche. Ulkig, dem fällt gar nicht auf, dass du dich dann wieder beeindruckst. Hast du deinen Froschrand oder willst du, dass wir verspeist werden? Es ist uns eine Freude, dich dahin zu führen, wo Frösche sind, nicht wahr, Mami? Seid ihr sicher, dass das ein Frosch ist? Oh, sieh, der Frosch da gehört zu der Sorte der Bullenfrösche. Donner, da fragt man sich doch, wie verspachtelt man denn so einen Bullenfrosch? Naja, an irgendeinem Ende muss man ja anfangen. Bloß nicht den Mut verlieren, mein Sohn. Dein Papa fängt dir den Bullenfrosch schon. Was ich? Machst du das für mich, Papa? Machst du das? Schön, ich mache es, aber hör auf, mich so zu quetschen, weil ich bin doch keine Zitrone. Ich mache es, aber nur unter einer Bedingung. Du darfst dabei nicht zugucken. In Ordnung, Papa. Mama und ich, wir werden uns umdrehen und bestimmt nicht um die Ecke linsen. Und versuch ja nicht, mich einzulegen. Nun muss ich mich da Tempo verdrücken, bevor der Stier um die Ecke linst. Ich kann ein Glück haben, weil der Stier schläft. Hey, Amigos! Ich habe ihm einen verpasst, den Bullenfrosch. Klasse, Papa! Also los, Söhnchen, schleif ihn zu deinem Nest und lass ihn dir schmecken. Worauf du dich verlassen kannst, ich habe einen Bullenappetit. Na, mein Junge, was bitte treibst du denn da mit dem Stier? Stier? Aber meine Mama und mein Papa haben gesagt, das ist ein Frosch. Deine Mama und dein Papa? Junge, wir haben dich auf den Arm genommen. Die beiden grünen Dinger da drüben, das sind Originalfrösche. Was? Frösche? Ihr zwei Verlogenen, lügnerischen Lügner, ihr!
Euch beiden werde ich jetzt meine kräftige Portion Prügel verpassen. Willst du deine selbstpersönliche Mama und deinen selbstpersönlichen Papa hauen? Wir sind keine Frösche, wir sind Vögel wie du. In Ordnung, dann beweist es. Fliegt! Ach, du gütiger Frosch, fang an zu flattern, Pancho. Los, flattern! Oi, Sancho, wir fliegen. Wieso nicht? Wenn es neuerdings einen Bullenfrosch gibt, warum soll es keinen Vogelfrosch geben?